Was ist das überhaupt? Band of Your Generation, ja. Den packe ich auch mal ins Ding rein. Haben wir noch irgendwelche Zählenden? Nö, not really. Green Slime hat 76. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eine Tür bauen. Ein Mahagoni dafür holen. Aber erstmal kann ich in Möbel und Deko gucken. Ja. Sehr gut. Moment. Eigentlich könnte ich auch mal nach anderen Mahagoni-Sachen gucken. Und gleich da einrichten. Habe ich noch... Nein. King Dungeon Lamp. Nein. Rich Mahagoni Chest. Mahagoni Workbench. Sofa. Ah, oh, ESG. Ah, Klopfe Nerv hier. Egal. Blöcke und Co. Nein. Doch. Oh, haben wir genug. Mehr als genug davon. So. Dann brauche ich noch Monster, Mats, unser Zeugs. Dann brauche ich auch eine Sawmill, um das zu bauen. Da bauen wir mal eins von. Tür haben wir schon. Laterne. Ich baue mal eine, um mal zu gucken, wie das aussieht. Kandelaber will ich nicht. Lampe, nein. Bett, nein, nicht für ihn. Und aber Stuhl und Tisch. Jetzt brauche ich noch ein paar Bücherchen. Das müsste unter Monstermatz sein. Unser Zeugs, wie auch immer. Da, genau, ein Bücherregal. Das gönnen wir ihn doch glatt mal. So, du kriegst jetzt eins auf Schnäuzli. Ah, oh. Meine Herren, jedes Mal dieselbe Kacke hier. Da kommen wir noch nicht so gut ran, aber egal. So, das ist so ein bisschen eine Ecke, dann hat er da so ein Buch, so ein Tisch davor zum Lesen, ich muss eigentlich noch eine Leselampe verpassen, hat was, dieses Ding, so Mudstone Brick Wall, das machen wir mal so, dass man ein bisschen mehr von sieht. Also wie gesagt, früher fand ich das besser aus. Aber egal. Es blendet halt immer noch passend zum... passt halt immer noch zum Dschungel. Finde ich. Zu einer vor allem unterirdisch gebauten Hütte. Was habe ich jetzt gemacht? Eine Wand zu viel oder wie? Du sollst sie wegbauen. Achso, Linksklick. Guten Morgen. Komisch, wo ich sie denn hingebaut?
Egal, passt schon. Ach so. Flup. Da habe ich gesehen, dass ich die weggemacht habe. Gefällt mir euch so. So. Das war mir ein bisschen zu steil, wollte ich sagen. So, das ist schon besser. So. Und jetzt wieder das alte Spiel. Das alte Spielchen. Noch. Moment, da kommen wir gar nicht ran. Nee. Machen wir es mal so zur Orientierung, ja. Nicht Irritierung. Dumm, die dumm, die dumm. Hatte ich das, keine Ahnung. Ups. So, hier jetzt auch noch ein bisschen uneben machen. So, das bleibt so, das geht so. Kacke aus. Hallo. Das sieht noch beschissener aus. So. Ja. So. Kann man es auch nicht lassen. So, und jetzt muss ich da noch mal ich kann ihn ja schon einziehen lassen. So. Und dann hole ich mal ein paar Jungle Grass Seeds. Also 11, damit noch einer überbleibt. Oder 10. Ach komm, machen wir 10 raus. Dann haben wir noch 2 über für spätere Sachen. So. Nicht wieder von den Wolken verwirren lassen. Ja, so kommt man am besten darauf. Das ist gut zu wissen. So. 1, 2,
3. So. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Der hat eine Hütte, jetzt kriegt er die Wolke da drunter. Warum baue ich eigentlich nicht von vornherein immer gleich das Haus und dann alles drunter? Wie ich schon mal gemacht habe, da bei der Wolke, bei der letzten, neuesten. Macht sich irgendwie besser. Ja, wie auch immer. Gut. Dann fangen wir mal diese Wolke an. Weiter zu bauen, meine ich natürlich. Danke. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Erstmal mache ich die weiß. So, Punkt aus Ende. Ohne irgendwelche Verschnörkelungen. Verschnörkelungen kann man später immer noch hinbasteln. Ich glaube, das lasse ich auch noch ein bisschen weiter ausfranden, sage ich schon. Irgendwelche Verschnörkelungen und zusätzliche Wolken dran basteln, also zusätzliche weiße mit hier diesen Zwischenwandübergang, wie wir auch bei der Wolke haben, also hier zum Beispiel solche Sachen, die euch später ran. Ja. Und was können wir jetzt auch immer noch umbauen? Ich will es erstmal soweit fertig haben. Ich denke mal, das kommt sowieso später noch hier. Zusätzliche Wolke ran und daneben noch eine und dann werde ich das irgendwie so ineinander fließend übergehen lassen oder unfließend nicht übergehen, ja genau, bla bla bla. Da werde ich sowieso noch ein bisschen wahrscheinlich dran rumdoktern wegen See und so. So und See. Ja. Gut, und da merken wir uns, dass wir hier gerade nach oben gehen, bis zu der Kante. Sehr schön, jetzt können wir das hier zubauen. Hier ganz so und dann eben weiter unten mit der Hin- und Herlauf-Methode. Na, so. So.
So. Das geht auch schon relativ schnell. So, so. Und da haben wir es auch gleich. Noch ein bisschen anschrägieren. Schrägieren. Gut, dann kann mich der Schleimmacher da an die Füße fassen. Gut, der will sowieso nicht mich hauen. Das lasse ich so. So, und da schrie ich alles an. Hätte ich da was vergessen anzuschrägen, egal. Oh. Da haben wir schon die vertraute Musik. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber... Ja, da kommen wir jetzt so nicht ran. Ja, war schlau. Tada, bisschen getrickst. Vielleicht wegen dem Regen keine Dschungelmusik? Wahrscheinlich. Ja, ist jetzt egal, diese eine Ecke. So, fertig. Das sieht ein bisschen zu eng aus. So, schon besser. So, wenn es aufhören würde zu regnen endlich mal, dann würden wir auch wissen... Ob und überhaupt. Ja. Gut, dann ist das Haus schon mal... Oh, das Sofa haben wir gar nicht reingebaut. Oder? Oh, 6.30 Uhr. Schnell, schnell.
Ich hab's schon wieder vergessen. Das. Nee, PM, 6:30 Uhr. Wüsste nicht und so. Oder ist es schon nachts? Komisch, müsste nicht normalerweise glühen, blinken, leuchten, tun, machen. Scheinbar nicht. Hm. Jetzt ist es sowieso gleich spätestens Nacht. Ja, gut. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Regen oder so. Dass der Regen auch nicht aufhört, ey. Das ist doch zum Putzen. Die Wolke ist irgendwie zu hoch, wa? Das ist die Regenmusik. Shop. Logan. Sehen wir ja gleich. Ne, das ist die Space Music. Ah, leck mich doch! Daneben. Ja, die ist irgendwie zu hoch geraten, finde ich. Denke ich mal so. Und es hört immer nicht auf zu regnen. Jetzt frage ich mich echt, ob ich die tiefer baue. Ja, genau deswegen hören wir nicht die Dschungelmusik, weil es zu hoch ist. Da müssen wir die ein ganzes Stück tiefer bauen. Das ist ja jetzt schon zum Kotzen irgendwie. Ja, hilft ja nichts. Egal. Ich baue jetzt noch das Sofa dahin und dann ist auch für diese Aufnahmen erstmal genug. Müssen wir die halt ein bisschen nach unten versetzen, Haus ein bisschen anders bauen. Wahrscheinlich, vermutlich, keine Ahnung. Hier sieht man sowieso ein bisschen blöde Effekte. Weil da noch irgendwie Holzwand durchguckt. Nö, das ist einfach nur ein Lichteffekt. Von dem Fancy Lighting abhängig. Ja gut. Ja, die ist einfach zu hoch und ich finde das schon sinnvoll, wenn da die Dschungelmusik kommt. Also werde ich die da nächstes Mal ein bisschen tiefer bauen. So, auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen Überlänge hat oder eine andere Folge, das weiß ich jetzt nicht, wie ich das zusammenschneide. Die beiden Aufnahmesessions. Auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, hier auch in den Kommentaren auf YouTube, diese Dschungelwolke werde ich weitestgehend und auch sogar als ich angefangen habe es zu bauen, weitestgehend so bauen wie auch in der ersten Staffel, einfach weil mir das Aussehen nur besonders gefallen hat und irgendwie vermisse ich das doch schon ein bisschen. Das Wolkenaussehen darunter wird natürlich ein bisschen anders sein, grundlegend. Aber ansonsten werden die Hütten sehr viele Ähnlichkeiten miteinander haben. Ich hoffe mal, ihr könnt damit leben, dass es wie in Staffel 1 aussieht oder fast so. Bei den anderen Wolken mache ich ja schon ein bisschen Abwechslung rein. Vor allem in der, finde ich. Das ist irgendwie noch, weiß ich nicht, gefällt mir noch nicht so. Und du nervst gerade nicht. Wie auch immer. Gut, dann war es das soweit und Quickstack kann ich immer noch machen.
Gut, was wollte ich jetzt? Ja, dann war es das erstmal fürs Erste. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich doch noch die Wolke nach unten verlegen müssen. La idea. Wie auch immer, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich was auch immer mache, wahrscheinlich was völlig anderes, als was ich gerade gesagt habe. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer mit einem bis denn dann.